habe nun Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar und ziehe schon an die 10 Jahr herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als all die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Doch dafür ist mir auch alle Freude entrissen. Bilde mir nicht ein, was rechts zu wissen. Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Welt zu bessern und zu bekehren. Auch habe ich weder Gut noch Geld noch Ehr noch Herrlichkeit der Welt. Es möchte kein Hund so länger leben. Drum habe ich mich der Magie ergeben, dass mir durch Geisteskraft und Mund mir manch Geheimnis würde kund, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau alle Wirkenskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten kramen. Applaus, Applaus, Applaus. Wunderbar.